Rebecca Reusch, 15 Jahre. Ein Mädchen mit Zielen und Träumen. Wo ist Rebecca? Window frame, dressed in shame, mournful light, swallow in the sky, grind of frames, you won't appear, we might be lost, there I come. Sie hat sich wohl nicht bei ihren Familienangehörigen gemeldet. Wir gehen davon aus, dass das Mädchen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Nicht zu wissen, was passiert ist, das ist das Schlimmste. Rebecca ist im besten Teenie-Alter. Sie liebt es, Selfies zu machen, Fotos, Videos, in denen sie im Mittelpunkt steht. Ein typisches Kind der Generation Z, die ihre digitalen Eigenkreationen über die sozialen Netzwerke verbreitet. Und für die Fotomodell ein Beruf ist, wie es für ihre Oma der Beruf der Verkäuferin war. Sie ist gut behütet aufgewachsen. In einer bodenständigen Handwerkerfamilie mit zwei großen Schwestern ist sie der Sonnenschein ihrer Eltern. Eine sehr soziale, lebenslustige, humorvolle, zwischendurch eine kleine Spinnerin, so ein ganz normaler Teenager, die aber sehr liebevoll auch zu uns allen ist. Der 17. Februar 2019 ändert das harmonische Familienleben von Grund auf. Rebecca will an diesem Sonntag bei ihrer älteren Schwester Jessica und ihrem Schwager Florian im Stadtteil Britz übernachten. Ihre Schwester und ihr Schwager haben ein zweijähriges Kind und Rebecca versteht sich mit beiden sehr gut. Sie ist gern bei Jessica. Also Sonntag war mein Mann noch kurz denn zu unserer Tochter gefahren und hatte noch Rebecca ihre Ohrentropfen hinterhergefahren, weil sie die vergessen hatte. Und Wasser und Orangensaft und noch ein bisschen Kleingeld, damit sie sich am nächsten Tag dann noch für die Schule was holen kann. Ich bin auch nicht allzu weit rein ins Haus, ich bin nur vorne im Flur geblieben, weil ich ja wirklich nur die Sachen abgeben wollte und habe kurz mit ihr geredet, ihr alles gesagt und gegeben und dann haben wir uns eigentlich auch schon wieder verabschiedet und bin wieder nach Hause gefahren. Rebeccas Schwager Florian ist Koch in einem Hotel. Am Sonntagabend feiert er mit Kollegen eine verspätete Weihnachtsfeier. Abends schauen die Schwestern noch Fernsehen. Gegen 23 Uhr geht es für Rebecca dann ins Bett. Rebecca schläft wie immer auf der Couch im Wohnzimmer des Einfamilienhauses in Britz. Erst am Montagmorgen um etwa 5.45 Uhr kommt Florian nach Hause. Es war eine typische Weihnachtsfeier. Es wurde gut gegessen und getrunken. Aber Florian kann nicht gleich einschlafen. Später werden die Ermittler feststellen, dass er noch im Internet aktiv war. Um 7 Uhr verlässt seine Frau Jessica, Rebeccas ältere Schwester, mit der kleinen Tochter das Haus. Kurz darauf klingelt das Telefon. Ich hatte morgens angerufen, weil, Kontrolle, ob sie nicht verschläft. Und da war aber dann gleich die Mailbox dran. Und dann hatte ich meine Tochter angerufen, die Große, die war dann schon aus dem Haus. Da habe ich gefragt, sag mal, hat sich denn Becky schon fertig gemacht? Meinte sie, ach Mama, weißt du noch nicht, die hat einen Block später. Also sie hat dann erst 10 vor 10 Unterricht, weil Englisch fällt aus. Mein Gott, okay, dann rufe ich später an. Etwas später ruft Mutter Brigitte dann noch mal direkt auf dem Handy von Rebecca an. Sie hatte über Nacht immer ihren Flugmodus an, weil öfters dann immer nachts immer Anrufe kamen. Und damit sie schlafen kann, hat sie immer Flugmodus. Ja, dann
habe ich sie nicht erreicht. Und dann habe ich meinen Schwiegersohn angerufen. Und da hat er mich erst weggedrückt und eben aus dem Schlaf raus. Und dann dachte ich, okay, dann fahre ich einfach hin. Dann habe ich gesehen, wie ich mich fertig gemacht hatte. Ach Mensch, der hat angerufen. Habe ich zurückgerufen, meinte, na, was hast du denn? Ich wollte fragen wegen Becky, ob sie noch da ist oder ob sie sich schon fertig macht oder so. Meinte, na, ich gehe mal gucken. Ist er die Treppe runtergegangen, was man auch gehört hat, und hat die Tür aufgemacht. Meinte, du, hier ist gar keiner, ist alles dunkel und die ist gar nicht mehr da. Ja, und dann hatte ich ihr dann nur noch eine WhatsApp geschickt und habe dann gesagt, ich hoffe, du bist gut in die Schule angekommen, konnte dich nicht erreichen. Und das war's dann. Das Auto, das an diesem Morgen nur vom Schwager benutzt worden sein kann, soll laut des Videos um 7.24 Uhr am Morgen von Rebeccas Verschwinden die Straße heruntergefahren sein. Nach 46 Minuten sei der Wagen dann wieder zurückgekommen. Dass die Nachricht auf Rebeccas Smartphone angekommen ist, lässt sich später aufgrund des WhatsApp-Protokolls nachvollziehen. Ob Rebecca sie gelesen hat, weiß man nicht. Das glaube ich so, ne? Genau, weil sie, ich glaube, sie hatte auch gesagt, aber das müsstest du auch wissen, Jung, dass sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, ob Florian nämlich unterwegs war oder nicht. Und sie hatte gesagt, die Polizei hat aber gesagt, dass ihr Mann unterwegs war. Um 8 Uhr, genau, das konnte und ich. Genau, ja. Und ob man das auf dem Video sieht und das wollte sie dann mit diesem Video herausfinden. Aber andererseits fand ich diese ganze Fragerei so drumherum, ohne dass es überhaupt um Becky ging. Also. Florian verlässt das Haus in Britz in einem Twingo gegen 10 Uhr. Trotz Feierbissen den Morgen hat er offensichtlich noch etwas Unaufschiebbares vor. Sein Weg führt ihn über die Autobahn Richtung Polen. Eigentlich wollte Rebecca am Nachmittag wieder bei ihrer großen Schwester sein. Meine Tochter hat mich dann angerufen, die Große, und hat gesagt, ob Rebecca nach Hause gekommen ist, weil sie wartet hier und eigentlich wäre sie auch gerne noch im Britzer Garten, weil noch so schönes Wetter ist. Und jetzt wartet sie und sie kommt nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, die hat doch bis 16.05 Uhr Schluss. Meinst du, nein, heute bis 15.20 Uhr. Und sie wollte um 16 Uhr bei mir sein. Und dann meinte ich, du, die hat sich bestimmt verquatscht, die kommt bestimmt gleich. Aber dann eine halbe Stunde später hat sie wieder angerufen, meinte Mama, die ist immer noch nicht da. Und dann gesagt, ja, und das Handy hat sie auch immer noch nicht an. Und dann hatte ich dann den Lehrer angeschrieben, E-Mail, dann hat er auch relativ schnell angerufen. Und da hat er gesagt, Rebecca war gar nicht in der Schule. Rebecca ein Kind gewesen wäre, also unter 14 Jahre alt gewesen wäre, dann wären die Maßnahmen unmittelbar nach Verständigung der Polizei angelaufen, weil Kinder bei uns in Deutschland immer als sich in einer Notlage eingestuft werden, wenn sie nicht mehr im Elternhaus sind. Dadurch, dass Rebecca aber bereits eine Jugendliche, kein Kind mehr war, ist hier eine Wartezeit von 24 Stunden und es läuft ganz anders an, weil man bei Jugendlichen und später dann auch bei Erwachsenen so viele Rückkehrer hat nach wenigen Tagen, dass man nicht von vornherein gleich voll durchstarten kann.